Wo bin ich? Wie kommen wir denn zurück nach Hause auf einmal? Mein Raum? Nein, ich war ja in einem Tunnel. Es war alles surreal. Es muss real gewesen sein. Oder bin ich immer noch am Träumen? Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich heimgekommen bin. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Was habe ich getan? Nachdem ich bei der Polizeistation war, bin ich nach Shinjuku gegangen, oder? Oder? Hä? Was ist das? Das Foto vom Tunnel? Unmöglich, das kann nicht sein. 1996. Es war ein Albtraum, eine Illusion. Es war nicht real. Ich muss es aufgehoben haben, als ich in der Station war, aber ich habe es noch nie zuvor gesehen. Wieso kann ich mich nicht daran erinnern? Kann es real gewesen sein? Und wenn es das war, das bedeutet, dass Kazuki irgendwo da draußen ist, wie genauso wie Reyna. Wieso dieses Foto? Irgendwie eine Performance? Es besteht kein Zweifel daran, es ist Reyna. Vielleicht wird sich irgendjemand an sie erinnern? Okay, wir sind wieder zu Hause. Aber wie sind wir hier hingekommen? War das wirklich nur ein Traum? Wir können mit unserer Katze reden. Hallo, Lady Fluff. Du bist da schon wieder, einfach so schlafend, als wäre nichts falsch. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Einfach alles, was passiert, ignorieren und mich ausruhen. Aber ich kann es nicht. Okay, langsam. Was sucht sie hier auf einmal? Es ist früh. Unsere Tür war nicht abgeschlossen. Sie kommt einfach rein. Ayami-chan? Warum? Sollten wir unsere Medikamente nehmen? Ich glaube schon. Unsere Sanity ist sehr, sehr weit unten. Wir sind sehr gestresst. Guck mal auf das Bild. Ich glaube, ich nehme mal. Ja, komm. Unsere Investigation ist, glaube ich, jetzt. Ja. Oh, cool. Wir können jetzt gucken, wo wir hinfahren wollen. Das ist ja nice. Das habe ich vorher noch gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal da, oder? Okay, wir können jetzt zu der Polizeistation wieder gehen oder nochmal nach Shinjuku. Erstmal. Okay, wir werden wahrscheinlich keinen Zugang zu dem Main Building bekommen, weil wir ja jetzt gerade nicht im Dienst sind. Aber wir könnten Saki um Hilfe bitten.
Okay. Unser Apartment. Die haben sich eine Wohnung zusammengenommen. Wie traurig. Okay. Ich glaube. Wo will ich denn als erstes hin? Wie lange nehme ich überhaupt schon wieder auf? Okay, gerade eine halbe Stunde, das geht noch. Ich glaube, wir gehen mal als erstes zur Polizei und gucken, ob wir da irgendwas herausfinden können. Oh, was ist überhaupt mit dem Typen, wo wir niedergeschlagen haben? Wisst ihr noch in der letzten Folge? Okay, wir können mit Saki reden. Ah ja, Mi, ich bin nicht sicher, ob du hier sein solltest. Ich habe alles mit angesehen, was du mit Mori gemacht hast und wie du einfach in den Beweis Spind eingebrochen bist, keine Ahnung. Es tut mir leid. Jeder sagt, dass du krank wärst, dass diese Art, wie du dich verhältst, nicht deine Schuld ist. Ich habe die Aufnahmen zerstört, Ayami. Niemand wird sie sehen. Sieh es einfach als Gefallen an. Ich werde dich nicht danach fragen, was da passiert ist. Aber ich möchte, dass du dir Hilfe suchst. Ich kann nicht mit ansehen, wie du. Oder ich kann nicht mit ansehen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Okay, das war ja. Das hat ja viel gebracht. Gut. Wir fahren zurück nach Shinjuku, schätze ich dann mal. Okay, das hat ja auch nicht wirklich viel gebracht. Sie kennt sie nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Lüge war oder ob sie die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht er.
Ja, wenn ich. Nee, ich glaube nicht, dass das irgendwie zusammenhängt. Die Person, die er jetzt gerade in Erinnerung hat, wäre jetzt älter und hätte schon Kids, also Kinder und wäre schon verheiratet. Außer sie wäre wirklich irgendwie ein Geist und wäre früher schon irgendwie, keine Ahnung, umgebracht worden oder so und findet jetzt irgendwie keine Ruhe. Aber ich weiß nicht, passt das so zu der Geschichte? Da ist immer noch dieses Keypad, da kommen wir aber nicht rein. Können noch mal zu dem komischen creepy Dude da gehen. Years. Okay, es müsste über 10 Jahre alt sein, so wie es aussieht. Akihabara. Was ist los? Oh. Okay, wir haben eine neue Location freigeschalten. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie lange dieses Spiel geht. Wirklich. Wir haben jetzt eine neue Umgebung, die wir uns angucken können. Hallo? Kann ich hier bitte. Kann ich hier nichts machen? Nö. Okay. Okay, dann gucken wir uns doch mal gleich diese neue Umgebung an, oder? Hört sich doch gut an für uns, weil wir ja sowieso total normal sind und überhaupt. Oh, das sieht aber ganz schön aus. Oh, wie süß. Das ist echt cute. Hallo. Kann ich trotzdem mit ihm reden? Hallo. Okay. Mit ihm können wir nicht reden. Können wir auch nicht rein? Okay, sie versuchen all die versteckten Geheimnisse von Akiba herauszufinden. Akihabara ist
faszinierend. Okay, er ist ein Schreiber, ein Autor. Das war das Wort, was ich jetzt gerade gesucht habe. Ich brachte einfach nicht. Ein angehender Autor. Okay, er ist ein Artist, ein Grafikdesigner. Was für ein Buch schreibst du denn? Urban Horror hört sich interessant an. Würde ich, glaube ich, auch lesen, tatsächlich. Okay, er fühlt sich hier irgendwie seltsam in dieser Straße. A maid cafe, a cat cafe, a couple of bookstores. Von diesen Katzencafés und Hundecafés in Tokio habe ich tatsächlich schon mal gehört. Eigentlich finde ich die Idee ziemlich lustig, dass es da wirklich Cafés nur für Tiere gibt. Wir waren fast so weit, weiterzureisen, aber siehst du den Aufzug dort drüben? Was ist damit? Sieht ziemlich normal aus, oder? Naja, Looks können dich täuschen. Wir denken, es ist Menschen, ein Fahrstuhl. Ihr denkt, der Fahrstuhl ist Menschen. Soweit wir das beurteilen können, gehört dieser Fahrstuhl zu keinem der Geschäfte in diesem Gebäude. Und es lässt nur gewisse Menschen rein. Und wenn sie reingehen, wir haben noch keinen von ihnen gesehen, die zurück rauskommen. Versuch es mal. Wir haben es. Yakuza Vampires? Bin ich jetzt mal aber mal gespannt. Wir können das jetzt wirklich ausprobieren? Cool. Okay, läuft hier noch alles bei mir? Ja. Sehr gut. Muss mal kurz mein Mikro ein bisschen näher ranholen. Ich hoffe, ihr hört mich ganz einigermaßen. Ich habe mich so ein bisschen mal nach hinten gelehnt. Bisschen chilliger. Okay, ich möchte das jetzt wirklich ausprobieren. Ist das der? Der ist out of service. Hä? Okay, wir können da rein. Ich will auch in so einen Laden. Beziehungsweise nein, möchte ich nicht. Ich war nämlich tatsächlich gestern mit einer Freundin in einem Freizeitpark und dieser Freizeitpark ist umgebaut worden. Und 50% waren diese komischen Fangspiele-Automaten. Und seit gestern hasse ich sie. Deswegen nein, ich möchte da einfach nicht reingehen. Nö,
Nö.